Herzlich willkommen zu meinem fünften Grundlagen-Grundkompetenzen-Video zu Windows 10. Jetzt geht es um die Frage, wie man mit einer Tastenkombination alles auswählen kann. Auswählen kennst du ja, mit der linken Maustaste gedrückt, fährt man dorthin. Und wie geht das aber rascher mit einer Tastenkombination? Man drückt die Steuerungstaste, lässt sie gedrückt, drückt dann die Taste A und alles ist markiert. Und das gleiche geht natürlich auch im Windows Explorer. Wenn ich hier wieder hineinklicke, ist es weg. Wenn ich jetzt hier im Windows Explorer bin und Steuerungstaste A drücke, habe ich hier all diese Dateien ausgewählt. Also Tastenkombination, Steuerungstaste A ist hier ist der richtige Weg, um alles zu markieren. Danke für deine Aufmerksamkeit und wir sehen uns sicher gleich wieder im nächsten Video.